Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Yu-Gi-Oh! Wochenrückblicks von Team GVM. Ja, ich entschuldige mich dafür, dass letzte Woche kein Video gekommen ist. Ich habe halt Ferien jetzt letzte Woche und diese Woche auch noch. Letzte Woche war ein bisschen stressig bei mir. Und ja, dafür entschuldige ich mich. Und ja, diese Woche ist wieder ganz normal. Nächste Woche sollte auch ganz normal kommen. Ja, fangen wir an mit den anstehenden Turnieren diese Woche. Und zwar ist da das HDK, was diese Woche Samstag ist, also morgen. Und es ist auch noch Regio in Hamburg. Ich wäre gern zum HDK gefahren, allerdings gab es keine VIP-Tickets mehr. Und ich wäre wahrscheinlich hingefahren mit einem VIP-Ticket, aber ein normales Ticket finde ich. Lohnt sich jetzt nicht so, weil die Matte ist auch echt schön. Auf jeden Fall viel Spaß an die Leute, die da sind. Und ja, Region Hamburg, muss ich gucken, ob ich nach Hamburg fahre. Mache ich morgen früh spontan wahrscheinlich. Sollen wieder so ungefähr 100 Leute sein im Atlantis in Hamburg. Und ja, nächstes Thema. Achso, ja, da wir diese beiden etwas größeren Events hier wieder haben, müssen wir mal gucken, weil in den USA Top 2 Draco gerade wieder. Die sind wieder am Kommen und ich habe meins letztens erst verkauft gehabt. Leider. Jetzt würde ich das Game wieder haben, steigt auch alles wieder relativ, also Masterpiece ist glaube ich beim 10er gerade und Diagramm wieder 30 Euro bis 35 Euro im Playset. Und mal gucken, wie sich das bei uns entwickelt. Jo. Ja, dann war ja letzte Woche war ich auf dem OTS-Turnier in Greifswald. Das hat wieder nicht für einen eigenen Vlog gereicht, weil ich habe 2 Runden Stamok gespielt und konnte da kein Video machen. Es waren nur 4 Runden halt, deswegen ist da nicht wirklich was gewesen. Da kommt jetzt ein Recap. Ja, hallo, es ist Mittwoch und heute ist OTS-Turnier in Greifswald von Team Wolfpack. Und da werden wir hin, weil ich Ferien habe und ja, ich habe schon ziemlich Bock. Die Sonne scheint ziemlich, wie man sehen kann, ist eine weite Fahrt für ein OTS-Turnier so, aber ich habe schon Bock. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist 2 Uhr nachts und ja, lief nicht so gut. Bin 10. von 13 geworden, glaube ich. Bin 1-3 gegangen. Ja, 4 Runden gespielt. Erste Runde gegen super starke Samurai OTK. Habe ich verloren. In erste Runde habe ich angefangen, Dark Lore gebaut. Ich sollte mit Dark Lore ab, denn zieht er halt komplett durch. Hat perfekt gehabt. Und hat mir halt OTK gedrückt und ich habe so gedacht, oh, what the fuck. Auf sowas ist man eigentlich vorbereitet. Dann habe ich System Down reingehauen und so. Und ja, zweite Runde habe ich dann halt wieder angefangen. Hab einen Strike gehabt und einen Warning unten. Habe ihn alles annulliert. Habe ich dann gewonnen und dritte Runde hatte ich den Mega Brick. Ey, da hatte ich Brick des Todes und ja. Wieder angefangen, konnte nichts machen und ja. Habe dann halt auch wieder OTK kassiert. Ja, es war ein 0-1 gegen super starke Samurai. Runde 2 habe ich gespielt gegen Feldkelch. Das war ganz interessant, weil ich das erste Mal gesehen habe, wie mein Gegner mir meine Linkzone blockt. Da ja, habe ich erste Runde angefangen, habe ihn gut kontrolliert, habe da gewonnen. Zweite Runde hat er angefangen und mir meine Linkzone blockiert, da habe ich gleich gesagt, ich gebe auf. Und dritte Runde ging dann bis ins Timeout, wo halt wir im Timeout letzter Spielzug hatte ich. Er hatte dieses Weltkirchmonster mit 2,5 ATK, den Schwertkämpfer. Dann habe ich gesehen, ich habe einen Vion und einen BLS auf der Hand. Und ich habe überlegt, wie ich darüber komme. Der 2,5 ATK gehabt, da habe ich den Vion genormelt. Meinen letzten Honest Neos, den ich im Deck hatte, reingeschmissen, hab den BLS gespecialt, denn dadurch konnte ich zweimal angreifen mit dem BLS und er hatte 3000 Life Points mehr als ich vor dem Zug und durch den BLS habe ich ihm dann halt 3-5 gedrückt und dann mit dem Vion noch. Dadurch habe ich da dann gewonnen. Dritte Runde gegen Sephra, ich hatte keinen Plan. Ja, hab da auch 1-2 verloren im Timeout. Da habe ich gegen Johannes von Team Wolfpack gespielt und wir haben gar nicht gemerkt, dass im Timeout war und auf einmal sagt er, oh, ich glaube, es ist Timeout und ich war gerade dran. Und hab denen gesagt, ja, nicht aufgepasst, ist deins. Hab den Dahl zusammengeräumt und letzte Runde habe ich gegen Max gespielt.
gegen sein Anti-Deck mit Inspector Border und alles. Und erste Runde habe ich angefangen. Er hat nur Backrow gehabt. Ja, habe ich ihn weggenudelt. Zweite Runde hat er mir dann alles gegeben. Also da habe ich dann. Zweite Runde habe ich Mind Crush gefressen auf Onsnios, den ich mir gesucht habe. Dann konnte ich da kein Damage drücken und er hatte diese irgendwie eine Normal Summon, die so wie die halt alles gebanished hat für beide Spieler, was in Grave gegangen ist. Und da hatte ich dann. War nicht so geil, weil ich keine Link Phase machen konnte und ich war in Grave. Aber ihn konnte man nicht so geil, wusste ich mal selbst, wie es ist, gegen prinzipiell einen Dark Lord zu spielen. Ja, dritte Runde hat er mir dann mit Inspector Border angefangen und ja, da bin ich auch nicht mit Zeug gekommen, bin ich nicht drum herum gekommen. Ja, und das war's dann. 3-1, 10. 1-3, 10. gewonnen. Und ja. Nix im OTS-Pack-up, nix Gutes. Ja, und das war's. Nach Hause gefahren, auf der Rücktour hatten wir noch Probleme mit der Bremse, weil die Handbremse war festgefroren. Das war ein bisschen abenteuerlich, als wir durch die Stadt gedriftet sind, da so ein bisschen. Aber es ist nachher dann doch gut angekommen und ja, jetzt werde ich erstmal pennen gehen. Ja, wo wir schon bei OTS sind, können wir gleich mal mit OTS 7, ist jetzt ja angekündigt worden. Und ja, da kommt auf jeden Fall Cosmos Zyklon als Ultimate Rare Reprint. Die anderen beiden wurden ja spekuliert, denn gab es einen Fake News, dass Ash Ulti sein soll, aber das wurde jetzt auch gesagt, dass es nicht ist. Und das Ganze kommt am 13. April 2018 zu uns nach Europa. Und ja, wir haben der Best Udo, wird in höherer Rarity geprintet, also Super Rare, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass der gleiche Ulti kommt. Paleozoic kriegt wieder ein bisschen was, Spiral und World Chalice kriegen da ihre Reprints in höheren Raritäten und das Set besteht aus 3 Ultimates, 10 Super und 30 Kamels. Ja, denn das was weiteres, was bei uns jetzt angekündigt wurde, kommt am 30. März und zwar ist das Star Pack Reigns. Bis jetzt ist da noch nicht so viel zu bekannt. Außer ja, der Cyberse Wizard, der soll wird reprintet, da kriegen halt Kamel und Starfall. Und die Lycoros kriegt auch einen Reprint, die kann wieder die Goki-Karten kriegen auch einen Reprint, da weiß ich nicht wieso. Vielleicht kommt da noch was. Und ja, das Set besteht aus 50 Karten und 49 Starfalls. Also aus 50 Starfalls und 49 Kamels. War eigentlich ja so, dass es jede Karte, die es in Kamen gibt, auch als Starfall gibt. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder hier eine Shop-Print-Starfall wie Terra Top aus dem letzten. Und in den Battle Packs war es, in Battle Pack 3 war es zum Beispiel der Ghost Emerald. Und ich denke mal, hier wurde ja spekuliert, ob es der Firewall Dragon sein soll. Sehr schön, wenn, obwohl die Karte jetzt ja gar nicht mehr so teuer ist. Das Cover schon bekannt und wenn es nicht der Firewall Dragon ist, dann wird das Starpack wahrscheinlich so scheiße wie die letzten. Weil Starpack ist ja immer nicht so prickelnd, da gibt es meistens nur Scheiße und keiner mag Starfall und ja, deswegen relativ über. Ja, als nächstes kommt zu uns ist noch etwas weiteres angekündigt worden, und zwar ist das neue Starterdeck. Das Dark Legion Starterdeck. Da gibt es noch keine Kartenliste zu. Nur das Covermonster ist bekannt als der DDD Drachenkönig Pendragon. Ja, wie man gehört hat, ein DDD Unterwäldler Finsternis. Und sein Effekt ist, falls sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst ein Monster vom Typ Drache und ein anderes Monster vom Typ Unterwäldler von deiner Hand und oder deiner Spielversage als Tribut anbieten. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Einmal pro Spielzug, du kannst eine Karte abwerfen. Diese Karte erhält 5 ATK. Dann kannst du eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld zerstören. Diese ATK-Steigerung dauert bis zum Ende des Spielzugs an. Ja, DDD, vielleicht bekommen die das Support. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass es ein reines DDD-Starterdeck wird, sondern eher, dass es sich in Finsternis auf den Drachen drehen wird, so, wenn man den Effekt gehört hat, dass es mit den Drachen harmoniert. Weil man da ja Drachen halt als Tribut anbieten muss. Und, ja. Das war's mit dieser Folge Yu-Gi-Oh! Wochenrückblick von Team GVM. Ich hoffe, es hat euch gefallen, nachdem letzte Woche ausgefallen ist.